Guten Morgen, beziehungsweise Hallo, je nachdem, wann ihr das Video seht. Heute zeige ich euch Teile meines Prozesses, wie ich eine Webseite erstelle. Wir sind jetzt hier in Sketch. Dort habe ich eine kleine Sitemap zurechtgeschrieben, ein paar kleine Stichpunkte zur Webseite. Es handelt sich dabei um eine Webseite für ein Fitnessstudio. Das Fitnessstudio ist nicht irgendwie ein Fitnessstudio mit Geräten oder Hantelbänken und schweren Gewichten. Man befasst sich dort eher mit Personal Training, dem Training direkt am Kunden, Functional Fitness, CrossFit, Kursen wie Pilates, Beweglichkeit und halt das EMS. Um der ganzen Webseite eine Zielgruppe zu geben, habe ich mir hier drei Personas niedergeschrieben. Die helfen mir dabei, mich zu orientieren. Okay, ich baue jetzt die Seite nicht für eine Zielgruppe von 16 bis 66, sondern ich habe hier halt eine gewisse Zielgruppe. Ich kann mich in diese Zielgruppe hineinversetzen und so einigermaßen überlegen, okay, was wollen die sehen, welche Bildwelt, welche Typo. All das kann ich so ein bisschen mir erarbeiten. Eine Idee habe ich, wie es ungefähr mir vorstelle. Ich will einen Grid will ich mir bauen, halt nicht irgendwie quadratisch, also ne, stupide Quadrat, 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 sondern ich möchte das ein bisschen anders haben. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ne? Ich glaube, ich bin jetzt relativ safe. Ich bin jetzt durch mit meiner Gestaltung. Logo habe ich jetzt nicht eingefügt, sondern einfach nur einen Platzhalter. Ich habe oben eine kleine Hero-Section. Kann später auch durch ein Video ersetzt werden. Jetzt momentan noch ein Still. Und danach folgt gleich irgendwie ja, einen Kursplan. Und dann kommen wir auch schon gleich in dieses Grid, von dem ich gesprochen habe. Also ich habe hier eine Sektion mit Kursen, zu den Standorten. Kann man noch mal ein bisschen eingehen auf dieses EMS-Training, was ja auch einzigartig ist für diesen Standort. Functional Fitness, noch mal ein bisschen reingehen, Impressionen, Kundenfeedback und ja, irgendwie eine Einbindung, finde ich, von sozialen Netzwerken, meinetwegen wie Instagram. Oder, dass man hier mit als API den Feed einliest und die Bilder darstellt. Ja, lasst das gerne mal irgendwie Feedback in den Kommentaren, was ich besser machen kann, wie ihr gestaltet oder was ihr für Ideen habt. Also, next step. Ne? Als nächstes wird es dann sein, das Ganze anzupassen an Tablet und Smartphone. Aber erst Feedback vom Kunden abwarten, wenn Änderungen zu machen sind, werden die noch fix gemacht.
Und dann sehen wir uns wieder, wenn es ums mobile Design geht. Bis dahin. Tschüss.